Bühne von Ryanair. Wir bitten Lukas, Laura und ihre Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne. Sie werden jetzt zu euch sprechen. Hallo? Könnt ihr dieses Foto anmachen? Ja, Sam! Ja. So, good morning all of you and welcome on board. My name is Laura Nele and I'm cabin crew working for Ryanair. I'm also part of a national bargaining committee under the trade union Verdi, representing all members cabin crew based in Germany. We are very honored to be here with you and to be part of this solidarity movement. As you know, Ryanair is a low-fare company that operates mostly in Europe. And as you can see us today, we are united cabin crew and pilots coming from different European countries and different continents as well. Our company has tried so many times and ways to divide us because our different contracts, some is under Ryanair, under his agency, such as Crewlink and Workforce, or they want to divide us according to our rank, cabin crew or pilots, or you divide us with individual sales on board. And yet, especially today, we stand together. Today we would like to share with you our anger, fear and hope. Anger against Ryanair's policy of bullying and relativization to make us feel weak and under their control. And yet, especially today, we raise our voice. Fear because in these days our colleagues based in Bremen are facing the closure of their base without knowing where to live tomorrow, or knowing if they still work for this company that is wasting time to fire them individually. And yet, especially today, we want to unite their strength to ours and fight together. Hope that Ryanair will truly be open to negotiate with us better working condition. Hope that Ryanair realize how much powerful and amazing employees we are, and how much we do care of our passenger every day. And one day you might be one of them. Finally, on behalf of the captains, first officer, and cabin crew on board today, we would like to thank you, Germany, for your support. We hope to see you again in our flight or fight, and together, flight safe and sound. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Lukas Budde, ich bin Pilot bei Ryanair und in der Tarifkommission. Wir glauben, dass wir mehr Rechte in Unternehmen brauchen, in denen steinzeitkapitalistische Manager die Beschäftigten drangsalieren und mit Existenzängsten spielen. Auch als Ryanair-Piloten fordern wir gemeinsam mit mehr als einem Dutzend anderer Gewerkschaften in ganz Europa ein Ende dieser Repressionen, die in unserem Unternehmen an der Tagesordnung sind. Als eine Crew stehen wir als Flugbegleiter und Piloten zusammen. Gerade gestern hat Ryanair die Piloten auf der Station Bremen angeschrieben und mitgeteilt, dass die Station geschlossen wird. Die Piloten sollen bereits ab 5. November in weniger als 3 Wochen auf eine andere Station in zum Beispiel Osteuropa oder Nordafrika versetzt werden. Die haben jetzt bis kommende Woche Montag netterweise noch Zeit, sich da zu entscheiden. Andernfalls droht ihnen die Kündigung. Diese Strafaktion ist eine perfide Reaktion auf unsere Streiks und wir können nicht dulden, dass uns damit letztlich unser Streikrecht genommen werden soll, mit dem wir genau gegen diese Sanktionen vorgehen wollen. Als fliegendes Personal haben wir aufgrund eines überalterten Gesetzes kein garantiertes Recht auf einen Betriebsrat. Das regelt der Paragraf 117 des Betriebsverfassungsgesetzes. Dieser Paragraf muss geändert werden. Auch Flugbegleiterinnen, Flugbegleitern und Pilotinnen und Piloten muss ermöglicht werden, einen Betriebsrat zu wählen,
wenn das Unternehmen Tarifverträge verweigert und jedes Schlupfloch ausnutzt, wie diesen Paragraph. Das steht auf den Flyern, die wir jetzt hier verteilen und die schon durch die Luft fliegen. Lasst sie auch fliegen, damit unsere Stimme gehört wird. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank an Laura und Lukas. Super. Kommt nochmal die Arme hoch. Also ein Applaus für Ryanair! Rednerin darf ich bei uns ganz herzlich Dr. An